So, was machen wir da? Wir führen mal eine Runde vor, zeigen, was wir drauf haben. Okay, Amadeus. Der liest sich noch ein. Die Schuckmann steht da rum. Wen haben wir hier? Bäcker Bijou, Türsteherin, okay. Aber wieso steht denn die? Komm, die quatschen wir mal an. Für Restaurantwerben. Ja, genau, fürs Restaurante. Geh mal da ein bisschen was fressen. Mein Gott, sind wir heute wieder käuflich, ey. So, einmal Mangiare. Barbelflanzmana. Schubad? War mir schon immer unheimlich, aber wenn es dir dort gefällt, werde ich das mal probieren, okay? Sie macht erstmal ein Foto, wobei die sollte besser erstmal eine Diät machen. Aber gut, wir haben den zweiten überzeugt. So, Amadeus will ein bisschen trommeln. Wen haben wir denn hier? Ach, das sieht ein bisschen nach dem Schnauzer von Miss Schuckmann aus. Okay. Yumi, kleiner Hund. Okay. Ist das der gute Mr. Osborne? Oh ne, das ist ein Vampir, Mr. Wladimir Schlick. Okay. Okay, der Hund hört sich das an. Der hat Hunger. Können wir dem was geben? Zuneigung. Komm, gib dem mal ein Leckerchen. Der Junge ist am Verhungern. Ne, wir haben ja ein Herz für Tiere, ne? Ab ins Inventar. Okay, Frau Schuckmann. Was geht jetzt hier? Okay, er jagt erstmal eine Runde seinen Schwanz. So, erste Rockregel. Ohr mit Hörner Solos, Headbanging total und absolut begeistert. So, bemerkenswert allerdings, bis dahin ist noch ein weiter Weg. Lies, okay. Gut, wir lesen das Buch. Brauchen wir zwar nicht, aber okay. So, jetzt kriegt der Hund erstmal ein kleines Schmackofatz. Ein Hundeknochenkuchen, wie auch immer. Damit er uns nicht verhungert, ne? So. Freut er sich auch gleich. So, der will den malen. Kann man denn den? Okay. Der hat immer noch Hunger. Komm. Gleich noch einen hinterher. Zuneigung. Noch ein Leckerchen. Der arme Kleine, ey, wenn er so einen Schmacht hat. Ja, genau. Amadeus hat noch was für dich. Wenn er sich dann irgendwann entscheiden kann. Yeah. Damit dürfte der erste Hunger erstmal gestillt sein. So, Susi hat ein Konzert gespielt. Ihre Gesamtleistung ist um 1 gestiegen. Das ist schön. So, dann probier doch nochmal hier, ob der gute Freddy mittlerweile nach Hause gekommen ist. Susi ist noch immer am Schackern. Okay. Was macht das süße Sissi-Kind? Ja doch, jagen üben. Okay. So. Was los? Hast du Flöhe oder was? Okay. Nee, der ist nicht da. Gut, dann müssen wir das ein andermal machen. Geh mal nach Hause, Amadeus. Ja, da haben sie den Amadeus echt ausgeraubt. In der heimatlichen U-Bahn-Station. Das ist ja eine krasse Nummer, ey. Nichtsdestotrotz. Hallo? Nichtsdestotrotz, wenn ich es irgendwann gefunden habe. Einmal durchs Haus. Reisen? Sissi kann auch reisen? Cool. Coole Sissi. So, dann spielen wir mal ein bisschen für Taringgeld. So. Sissi kratzt sich noch ein. Okay.
Gut, jetzt erwartet zuerst mal Amadeus, der sich natürlich dann direkt wieder verpisst im Anschluss. Okay. Da wartet sie sehnsüchtig auf Amadeus. Da kommt er. So, Susi hat Kohle verdient, das ist schön. Bamcha! Batscha! Guten Tag auch. Das ist doch nett, ne, wenn sie die Katze auch begrüßen. Bamcha! Okay, jetzt geht er rocken. Aber Susi kommt jetzt nach Hause. Hoffen wir doch. Oh, sie fährt mit der Zitrone. Auch eine komische Fahrgemeinschaft. Na, Hinweg werden sie abgeholt, auf dem Rückweg müssen sie selber zusehen, wie sie klarkommen. Cooles Outfit, ey. Yeah. So, Sissi geht Susi begrüßen. So, und Susi müsste jetzt eigentlich im Inventar dieses komische Buch haben. Genau. Förderung guter Rock. Manieren, okay. Party? Nee, machen wir erstmal nicht. Apropos Party, ich werde doch, denke ich mal, in der 100. Folge mal versuchen, ich habe das noch nie gemacht, auswärts eine Party zu veranstalten und zwar in meinem geliebten UGs. Komm hier, den Schmutz nehmen wir raus, küssen ist wichtiger. Exklusive Location besuchen, gut. Werde ich mal versuchen, im UGs eine Abschiedsparty zu machen. Mal gucken, ob das klappt, ob wir das so hinkriegen, ich weiß es nicht. Wir versuchen das auf jeden Fall. So, wenn sie jetzt zu Hause angekommen ist, dann soll sie das gleich mal lesen. Filmmusik, aha, Studiogelände, bla bla bla. Probenort, Diamantstudiogelände, okay. Orchesterproben. Okay, machen wir. Allerdings sprach Frau Krings namens und dann ging's. Filmmusik, okay. So, jetzt soll sie erstmal das Buch hier lesen. Inventar. Lesen, Popesen. So, was mit Sissi? Die geht im Klo spielen. Okay, Susi haut sich das Buch in den Schädel. Amadeus rockt sich ein. Okay, sie setzt sich nicht auf das schöne Sofa, sondern auf den sehr bequemen Barhocker. Okay. Gut, bei Amadeus scheppert es schon wieder. Ich hoffe, der wird diesmal nicht überfallen. Was braucht er noch? 2300 Pfeifen, okay. Das sollte zu schaffen sein. So, die liest. Susi matscht im Klo. Yeah. Okay, ausgeklot. Was ist das jetzt hier? Nagetier fangen. Okay. Also Nagetier habe ich ja auch noch nicht gesehen. Ich weiß, dass es zumindest in dieser komischen Kleinstadt da zumindest auch Waschbären gibt. Und wobei ich nicht glaube, dass Susi einen Waschbär fangen kann. Ansonsten Nagetier, ja. Ja, liebe Leute, da bin ich wieder. Es ist leider gerade wieder abgestürzt, das Spiel. Ich habe es dann versehentlich auch gespeichert, weil ich gedacht habe, der Fraps nimmt das noch auf, weil die Zahl auch nach wie vor rot war. Hat er nicht gemacht, insofern fehlen uns jetzt hier ein paar Minuten. Susi hat auf jeden Fall einen Auftrag bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit drin ist in der Staffel, ich erzähle das mal kurz. Auftrag bekommen, ein Buch zu lesen, um weiter in der Rockkarriere hochzusteigen. Das Buch heißt Förderung guter Rockmanieren, wie auch immer. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was alles rausgefallen ist. Ich musste die zwei Episoden waren es, also 2 mal 4 GB, das sind in der Regel der Fälle 5 bis 8 Minuten, die leider fehlen. Ist nicht zu ändern. Ist sehr schade, aber ich bin ehrlich, ich verliere so langsam echt die Lust an dem Spiel so ein bisschen und bin froh, ehrlich gesagt, wenn die Staffel hier bald vorbei ist, weil das echt so keinen Spaß macht. Ich schieße das hier mal ab und ich hoffe, dass bald ein Update von den einfach tierisch rauskommt, denn
So ist das Ganze irgendwie nicht mehr wirklich lustig. Und ich habe es auch bei Gronkh gesehen, bei dem ist es auch mittlerweile ein paar Mal abgeschmiert. Tja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, wie dem auch sei. Wir spielen jetzt hier erstmal weiter. Amadeus hatte ich nochmal zu U-Bahn geschickt. Ich weiß nicht, ob was da alles mit drin ist in den Szenen, die ich rausschneiden musste. Aber gut. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach nochmal ein bisschen weiter und kommen dann aber auch gleich zum Ende. Und ja, dann hoffe ich mal, dass... Oh, es ruckelt schon wieder. Dass zumindest in der 100. Staffel dann nichts schief läuft. Was macht sie da jetzt? An Beute ranpirschen. Okay, das gucken wir uns auf jeden Fall noch an. In der Hoffnung, dass es nicht abpfeift. Wie gesagt, es ist, ja, es ist echt ein bisschen traurig, ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber nun gut, ich glaube auch nicht, dass das nur an meinem Rechner liegt. Denn, wie gesagt, wir hatten ja auch schon andere Sessions, wo das problemlos geklappt hat. Wir gucken uns nichtsdestotrotz jetzt einmal die Sisi an, wie sie sich an was auch immer heranpirscht. Ja, es ist Nacht, da gehen die Katzen gerne jagen. Gucken, wo sie hinläuft. Bin ich ja mal gespannt. Da steht der gute Mr. Gemma wieder. Was wird denn heute gejagt, Sisi? Ja, ich bin ein bisschen angefressen. Was jagt sie da? Was ist denn da? Ich sehe da irgendwie gar nichts. An Beute ranschleichen. Wo auch immer da Beute sein soll. Sie wird's wissen, sie ist Katze. Vom Beruf Katze. Aber irgendwie, glaube ich, weiß sie das selber nicht so genau. Okay. Fangen. Was will sie denn da wohl fangen? Ah, da war ein Käfer. Ich glaube, ich habe einen Käfer gesehen. Der ist auch schon wieder weg. Ergo. Aha. Na, es war eine kurze Jagdgeschichte. Heraufspringen. Nee, nee, weißt du was, meine Süße? Du gehst jetzt mal brav nach Hause. So, Susi liest ihr Buch noch. Okay. So, Amadeus, mein Freund, wie viel brauchst du noch? Noch 500 Pfeifen. Okay, die warten wir auf jeden Fall ab. Dann schicken wir auch Amadeus nach Hause und dann machen wir hier mal einen Cut. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen angesäuert. Ob des Spiels, aber gut. Ich habe auch noch ein paar schöne neue Sachen vor, also insofern wird es mit mir auf jeden Fall weitergehen. Ich bin ja jetzt nicht so der Pro-Let's Player, also wie gesagt, ich spiele auch nur das, was ich richtig gerne spiele, aber deswegen. Als nächstes steht auf jeden Fall erstmal Monkey Island Special Edition, die erste Session auf der Agenda. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, wir werden natürlich hier auf jeden Fall die 100 Dinger voll machen. Und ich hoffe, dass es in der 100. Folge halbwegs so läuft, dass ich das gut und lustig beenden kann. Ich hoffe das mal. Ich werde mir auf jeden Fall alle Mühe geben. Der Rest liegt in Rechners Hand, sage ich jetzt mal. Oder in der Sim-Hand. Ich weiß es nicht, wie auch immer. Sissi, Süße, was machen wir jetzt hier? Na? Okay, sie übt nochmal jagen oder was macht sie da jetzt? Genau, jagen üben, wenn das draußen schon nicht klappt. Die Bälle halten still, sie pirscht sich ran. Okay, Susi ist gleich durch mit ihrem Buch, Amadeus Geselle. Nichtsdestotrotz gucken wir uns hier ganz kurz die süße Sissi an. Amadeus, was brauchen wir noch? Noch 117 Steine, okay, das hat er gleich geholt. Jetzt ist er lokale Legende. Mal gucken, was er dann wird. Okay, Sissi ist noch am Schrammen und am Jagen. Was ist das eigentlich für ein Bild? Okay, das ist ein Adler, der sich irgendwas holt. Was auch immer. Fische fangen würdest du auch gerne? Ja, ich denke mal in dem neuen Kaff, wenn wir dann anfangen... Okay, ganz kurzes Päuschen. Was steht da? Glückwunsch. Amadeus wurde von der Stadt und so weiter befördert.
Er hat jetzt den Titel Hauptact verliehen. Okay, wenn deine Band gebucht wird, steht fest, dass ihr der Veranstaltungshauptact seid. Gut, das ist eine nette Geschichte. Amadeus, was steht jetzt hier arbeitstechnisch noch auf der Agenda? Jetzt muss er nochmal 23 Pfeifen verdienen. Okay, Karriere. Hauptact. Okay. 5 Sterne Captain ist er ja schon. Dann komm doch mal nach Hause, mein Junge. So, nichtsdestotrotz schießen wir das wieder ab. Gucken kurz bei Susi vorbei. Die hat ihr Buch fast durch. So, Förderung guter Rockmanieren. Den nehmen wir mal raus. Dann soll Susi gleich nochmal bürsten. So, Sissi jagt noch. Ja. Kurze Titan-Sissi. Amadeus ist auf dem Wege nach Hause. So, Susi hat ihr Buch fertig gelesen. Dann schnappt ihr doch mal die kurze hier, die gerade so schön am Jagen ist. Und dann bürsten wir ihr nochmal das Fell. Okidoki. Süß, wie die da am Rumjagen ist. Okay. So, Süße, jetzt gibt's das Fell gebürstet. Wenn es denn dann klappt. Okay, man begibt sich in Position. Da kommt Amadeus. Okay. Ja, mit der schönen Pfote wird die süße Sissi gebürstet. Damit werden wir es jetzt auch hier mal beenden lassen. Und ich sage ganz, ganz herzliches Dankeschön für euer Interesse. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, wir gehen mit großen Schritten dem Ende entgegen. Wie gesagt, einerseits bin ich froh. Okay, Amadeus will ein bisschen Schach spielen. Weil, wie gesagt, das macht nicht mehr wirklich Spaß. Und andererseits natürlich ein bisschen Wehmut hier im Herzen, wenn diese schöne Wohnung dann Geschichte ist, sag ich jetzt mal. Okay, liebe Leute, in diesem Sinne würde ich sagen, da ist die Süße gebürstet, alles im grünen Bereich. Wir machen jetzt hier mal eine Pause. Zawupp, ich sage nochmal Dankeschön und ja, in diesem Sinne ab in die Rinne. Rock'n'Roll, haltet euch wacker. Ciao, ciao.